Wir kommen jetzt zu ihm. Sein Name ist Julius Zier. Viel Spaß. Mein Name ist Julius Zier, ich komme aus Frankfurt am Main, ich bin 33 Jahre alt. Vielleicht kurz was zu meiner Person. Ich bin halb Deutscher, halb Franzose, also Deutscher mütterlicherseits und Franzose durch einen guten Freund meines Vaters. Und richtig, Archie hat mich angerufen letzte Woche, hat gefragt, ob ich Lust und Zeit hätte, heute hier einen kleinen Auftritt zu machen. Und ich hatte Zeit, deswegen bin ich jetzt hier. ja, Lust, doch, ein bisschen Lust auch. Habt ihr auch Lust? Wir müssen das jetzt gleich nochmal so machen, so als hätten wir uns gar nicht gesehen. Ich habe eine kleine Musik vorbereitet und dann komme ich hier nach vorne und dann zauber ich ein bisschen für euch, okay? Mögt ihr Zauberei? Schön. Ja. Dann, genau, die Musik fängt an und ihr rastet einfach komplett aus. Ja? Genau, wenn ihr eure Kinder dabei habt, könnt ihr in die Luft schmeißen, vielleicht jetzt einfach. Wenn ihr irgendwie eurem Nachbarn in die Schulter reinbeißen wollt, jetzt gleich könnt ihr das machen, irgendwie eure vollen Drinks und vollen Portemonnaies auf die Bühne schmeißen. Gebt alles, ich gebe auch alles, okay? Los geht's. Publikum. Ja, so ein Publikum, wirklich. Das meine ich auch genauso. Und ich dachte mir, Archie hat mich gefragt, kannst du mit auftreten? Da habe ich gesagt, na gut, da in Mainz im Unterhaus sind ja einiges gewöhnt da und da, also, da kann ich ja nicht mit irgendwas ankommen. Da muss ich schon was Besonderes auftischen, habe ich mir überlegt. Und deswegen geht es jetzt auch direkt weiter mit Gedankenübertragung. Thank you.
Übertragung. Vielleicht der Herr hier vorne, der mit der Brille. Wie lautet dein Vorname? Rainer. Rainer. Reiner Zufall. Prüfe kurz. Rainer, das ist korrekt, ja? Könnte doch Zufall sein, Rainer. Die Leute sind, also merkt ihr den Namen gut, es kann sein, dass ich später nochmal drauf zurückkomme. Rainer, Rainer. Die Leute sind sehr skeptisch, die denken, na gut, vielleicht hat der Rainer, vielleicht kennen wir uns. Rainer? Nein, haben wir irgendetwas abgesprochen, Rainer? Nein. Nichts abgesprochen, genau wie abgesprochen, perfekt, Rainer. Rainer, es ist ganz wichtig, dass du für das nun folgende Experiment, dass du deinen Kopf komplett leer machst. Das ging schnell, wunderbar, danke, Rainer. Rainer, weißt du, was auf der Rückseite dieses mysteriösen Umschlags geschrieben steht? Nein. Das kriegen wir rein. Also ich frag dich nochmal, Rainer, weißt du? Nein. 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 Das ist richtig. Rainer, in dem Umschlag befindet sich eine Vorhersage. Laut und deutlich, nenne bitte irgendeine beliebige Zahl. Zwischen 1 und 5. 4. 4. Kann noch Zufall sein. Rainer, nenne bitte irgendein beliebiges Tier von einem Bauernhof. Rainer, nenne bitte irgendein beliebiges Tier von einem Bauernhof. Ich bin hier, Rainer. So, ich mach mal den Musik auf. Das glaubt ja eh keiner den Quatsch. Das ist doch peinlich. Euch gefällt es aber weiter. Werde ich immer wieder gefragt, dann auch, ja, sag mal, Julius, kannst du nicht auch mal irgendwie erklären, wie so ein Trick geht? Wie das mit dem Rainer so? Ich meine, wir hatten jetzt eine Verbindung, Rainer, ich, aber ich dachte mir jetzt mal, ich nutze die Gelegenheit, ich habe so eine neue App, da sind alte Zauberkassetten digitalisiert, da kriege ich jeden Tag jetzt eine neue angezeigt einfach. Das ist so ein guter Weg, wie man neue Tricks lernen kann. Ah, da steht jetzt aber in der App dabei, man braucht ein Tuch, das habe ich hier dabei, und eine Zigarette. Hat irgendjemand eine Zigarette für mich? Keine Raucher mehr hier? Ist irgendjemand eine Zigarette? Ich habe eine. Ja, das wäre super. Könnte ich mir die mal für das Kunststück borgen. Wie heißt du denn? Nina. Nina? Ja. Nina, gut. Ich nehme gerne eine, das ist viel nett. Super, das ist sehr nett, dankeschön. Nina, hat noch irgendjemand eine Zigarette für mich? Ja, gut, das hätte ich jetzt. Ja? Schon kommen die 10 Euro zusammen. Schon kommen die 10 Euro zusammen. Also, ich habe es mir noch gar nicht angehört. Das ist so jetzt mein Daily Trick. So, das ist ein Einsteiger-Trick. Ich dachte mir, ich mache es heute einfach mal hier auf der Bühne. Ich starte die App und genau, Zigarette und Tuch. Es müsste eigentlich alles da sein. Ah, das ist der Knopf. Las Vegas und Magic Entertainment präsentieren Ihnen diese Hörkassette. Unterrichtsstunde 1. Fingerfertigkeit. Wollen Sie Zauberkünstler werden? Kann man. Haben Sie alle Requisiten bereit? Bitte nicht vergessen, nie vor Publikum üben. In dieser Lektion erklären wir Ihnen das Verschwindenlassen einer brennenden Zigarette. Für dieses Kunststück benötigen Sie Folgendes: eine Zigarette, ein Tuch aus echter Kunstseide, ein Feuerzeug und viel Glück. Beginnen wir also. Verbergen Sie zu Beginn die Zigarette in Ihrer rechten Hand. Achten Sie auf eine natürliche Haltung. Nachdem es Ihnen nun gelungen ist, vollkommen unverkrampft im Publikum gegenüber zu stehen, können wir beginnen.
ready. Lassen Sie die Zigarette erscheinen. Sehr gut. Bedanken Sie sich für den Applaus. Machen Sie einen intelligenten Eindruck. Zünden Sie die Zigarette an. Das Feuerzeug ist in der Tasche. In Ihrer rechten Hosentasche. Krass, danke. Bitte. Nehmen Sie nun das Seidentuch und stecken Sie die Zigarette hinein. Achtung! Kein Rauch soll sichtbar sein. Was das Publikum nicht weiß, ist die Tatsache, dass die Zigarette nie in das Tuch gesteckt wurde, sondern immer noch in ihrer rechten Hand verborgen ist. Erinnern Sie sich an die natürliche Haltung? Der Erfolg dieses Kunststücks liegt einzig und allein in Ihrer natürlichen Haltung. Stopfen Sie nun scheinbar die Zigarette ins Tuch. Jetzt können Sie mit einer souveränen Geste das Tuch leer vorzeigen und den wohlverdienten Applaus entgegennehmen.